Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Resident Evil 5. Hallo. Wieder mit dem Dominik. Natürlich. 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 ich drücke jetzt endlich einfach mal fertig, ne? Ja, da drücke ich mit. Oder willst du noch was erzählen? Also ich könnte kurz auf die Story nochmal eingehen. Ich habe mir den letzten Part nochmal angeguckt. Der hat nämlich alles ausgesagt. Okay. Wir verfolgen ja immer noch diesen Waffenschmuggler Erwin. Wir verfolgen Erwin immer noch. Und der ist jetzt Richtung so einem Marschland, Richtung Sumpf abgehauen. Und wir wollen uns jetzt mit dem Delta-Team treffen und dann dem wieder hinterher, dem Erwin. Das war's. Ach so, da war ja... Nicht. Ja, mehr ist nicht. Okay. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Weiter gedrückt. Weil ich glaube, das ist jetzt ziemlich actiongeladen, direkt schon mal anfangen. Ja, da geht hier direkt die Ballerei los. Ja. Edward Ashford, das fünfte Oberhaupt der Familie Ashford, beginnt die Erforschung eines Virus, das später als Progen... Jetzt ist es weg. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, man hört das auf meiner Spur nicht. Schön ist, ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ist. Ich wollte gerade fragen, weißt du noch, wie man... Oha. Ah, R1 ist schießen. Schieß! Ich gebe mein Bestes. Sicht. Oh, haben die schon den ersten Treffer abbekommen, geil. Ja. So muss das... Alter, hinten ist so ein Mongo. Ich baller dich mal weiter ins Gesicht. Hey, es hat funktioniert. Ja, richtig, jetzt wachsen dem da ja komische Dinge raus. Ich gehe mal auf das linke. Okay, du hast das linke gesagt. Jetzt dreht er sich natürlich weg. Affe. Tschüss. Das hat aber gerade nicht gepasst, aber gut. Stein! Aua. War so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Steine kaputt schießen kann. Hier auf einen Wurf. Oh, oh. Oh, ich glaube, wir sind. Sind tot. Okay, dann setzen wir fort. Hallo und willkommen zu... Wow! Größern, verkleinern. Was soll ich denn da vergrößern oder verkleinern? Der steht direkt vor mir. Der dicke, hässliche Kerl. Ei. Ich weiß nicht so genau, wo man hin schaut. Ich bin schon wieder überhitzt. Ich achte da einfach nicht drauf, ne? Bei mir dauert es ein bisschen länger, bis es überhitzt anscheinend. Aber gut. Na denn? Den rechten. Auf ein neues. Ist wieder weg. Mach mal hier die... Oder ich versuche mal, den Typen da kaputt zu machen. Wir sollten mal versuchen, auf einen Stein zu ballern, vielleicht. Wenn der da angeflogen kommt. Wow. Ja, anscheinend kann man den Kratzer verpassen, aber... Mehr auch nicht. Haben wir uns jetzt festgehalten oder nicht? Ich glaube, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall relativ schnell gedrückt. Jetzt auch gleich Fuß. Au. Ja.
Okay, den linken haben wir, den rechten haben wir auch. Aber ging immer schnell. Du hast da was am Rücken. Lass mal wegschießen. War das gerade? Ach, ich glaube, das waren die rechts hier. Da steht noch einer. Bam. Oh, ich bin dicker Punkt wieder. Ducken. Oh, ich hab mich geduckt, Alter. Nice. So, ja. Schießen. Ist eigentlich, wenn man hier auf tut nicht so viel. Das halt oh, drin, falsche ne? Taste gedrückt. Oh, oh. Ja, war nicht schlecht. Gut. Das gibt ein hässliches Gesicht. Ich überhitze gleich. Ja, ich bin... nicht hier am... Okay, jetzt haben wir wieder... Ducken! Oh, ich hab mich geduckt. Fuß. Okay, und da rechts stehen wir zwei. Ich bin die mal da weg. Ja. So, hab ich. Jetzt wieder auf den Bitten, der angestürmt kommt. Was ist denn jetzt hin? Oh nein. Ich hab einen Stock. Ducken. Oh, uff. Holy. Warum ist eigentlich immer nur du gezeigt? Das ist ja unfair. Ducken. Okay. Weiß ich nicht. Oh, jetzt hat er den Stock fallen lassen. Oh. Was ist denn jetzt? Oh, wieder zwei? Ich bin... Du! Mit Ü! Okay. Noch eins! Dem ist der Eiterpickel geplatzt. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Das kam jetzt so viele Sachen auf einmal. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Josh. Das ist einer von einer von den Freunden von Sheva. Da waren so viele Dinge, die ich extrem witzig fand und nicht kommentieren wollte. Das erste war Oga müde, Oga schlafen. Legt er sich aufs Auto.
Das zweite war, dass in dem Video mal wieder Donkey Kong richtig geil rauskam, wie jetzt auch auf diesem Standbild, möchte ich anmerken. Ja. und das dritte waren Möpse. Natürlich. Die mal wieder mitgewippt haben. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal weiter. Hm? Ja. Wieder ein paar. Da war ja relativ fix. Ja, da wir ja nichts dazu weiter bekommen haben, können wir fertig machen. Denke ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, du darfst fahren oder du musst fahren. Und was machst du? Ich darf schießen. Das ist gut. Ich fahre lieber. Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, and the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Ich bin kein Superheld, ich bin Donkey Kong. Die hätten ihre, bei dem Kampf hätten die ihre Controller in den anderen Steckplatz stecken müssen, dann hätten sie den vielleicht besiegt. Ja. Der hat aber auch echt geile Wrestling-Moves da abgezogen. Mal richtig schön Chokeslam auf den Tisch. Ach, guck an, so. Wie ging denn das nochmal so laufen? Hier können wir einsteigen, wenn wir wollen. Hier konnte man rennen, genau. X gedrückt halten. Come on! Ups. Lass mal rufen. Wo willst du denn hin? Ich
will aus. Wie macht man das denn? Kannst du nicht? Will er nicht? Was willst du denn machen? Ich will mit dem Messer schlagen. Das war R1. Also L2 gedrückt halten und R1 drücken. Ah, irgendwie hat das eben nicht gemacht. Ich habe R1 gedrückt, aber der hat irgendwie nur Faxen gemacht, keine Ahnung. Ups, falscher Knopf. So, das und ist zielen. Also hier ist Pistolenmunition. Okay. Ein Juwel. Ein Juwel? Ein Juwel, ein Rubin, um genau zu sein. Oh, was ist das denn? Tafel der Bestie. Ja, kannst du wo mal ist das denn? Musst du mitnehmen. Ja, aber wo ist das? Der liegt auf dem Boden, glaube ich. Ach, da! Direkt vor dir? Begutachten, was haben wir denn da? Die Leiche eines BSAA-Agenten, eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesendete Nachricht. Bericht. Boah. Die bisher gesammelten Beweise sprechen dafür, dass der Großteil des Delta-Teams ausgelöscht wurde, das wir übrigens suchen, nachdem es Verstärkung angefordert hatte und bevor wir das Gebiet erreichten. Eine ihrer Signalstationen übertrug weiterhin ein Signal, sodass wir uns auf den Weg zum Abschnitt machten, um nach Überlebenden zu suchen. Während wir unterwegs waren, ließ das Signal nach. Der letzten Aussendung nachzuurteilen, müsste sich die Signalstation direkt vor uns befinden. Unser Weg wird durch ein versperrtes Tor blockiert. Ein Eindringen ist wahrscheinlich schwierig. Ende des Berichts. Wunderschön. Hier ist Ammo. Ich nehme die mal, ne? Ja, ich habe hier noch 70 Schuss. In der Pistole. In der Pistole, genau. So, jetzt hier geht's. Oh, ich kann hier was untersuchen. Ich glaube nicht, dass wir es öffnen können. Na gut. Dann müssen wir wohl woanders hin. Fahren. Ach, da hinter dir, da blinkt noch was. Was? Kann ich so nehmen. Ein Käfer. Ein Käfer? Ich hab einen Käfer mitgenommen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir wieder aufs Boot? Bozen fahren, genau. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist, wenn ich hier... Kann ich so einfach so drauflaufen? Nö, kann ich nicht. Dann warte ich mal, bis du umgestiegen bist. Aber wir müssen beide gleichzeitig, okay. Okay, A1 muss ich beschleunigen. So, warte mal, wie kann man hier nochmal die Karte anschalten? Ah ja, R2. Wir sind ja jetzt da unten. Ich würde vorschlagen, wir biegen gleich mal links ab. Da okay. In diesen längeren Gang. Machen wir langsam. Ah, Position tauschen kann man auch. Ja. Ich bin ja gerade gucken, ob hier irgendwo einer rumsteht. Haben die auch Bötchen? Ne, Bötchen haben die nicht, aber die stehen, glaube ich, so auf den Palisaden da drauf, ab und zu mal. Okay, ich glaub, soll ich wir können weiterfahren, ja. Ich schmeiß da mal unten meinen Adler um. Messer zielen. Sonst nix? Links ja, rum, ja, ich will nur. Will achso, nur du gucken, guckst ob nur. Hier was ist. Okay. Du hast. Musst du nachladen? Nee, mein Magazin ist voll. Ich habe nichts mehr zum Nachladen. Das ist die rote Null. Achso, okay. Du hast 4 Schuss in der Pistole und 20 zum Nachladen. Ah. Ich hab 70 in der Pistole. Nun. So, sehe ich da vorne was? Dann sehe ich zumindest mal meine Karte wieder weg, dann kann ich besser zielen. Nee, ich sehe keinen. Okay, dann machen wir mal langsam. Nach vorne. Vielleicht verstecken die sich auch. Feigling, oder? Da will ich aber nicht reinfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht da rein müssen. Aber da oben ja, fahr, das fahr doch. Drumherum. Fahren wir drumherum. Das sind so ein paar Hütten. Was ist hier? Ich weiß nichts. Das sah nur so aus, als ob das irgendwie so ein Kram ist. Ja. Das sind auf jeden Fall mal Vasen, die man kaputt machen kann. Das ist schon mal schön. Kann man hier irgendwo parken? Ja, wir brauchen hier irgendwas, wo wir auch aussteigen können. Fahren wir drüber um. Ich glaube, wir kommen da. Ganz schon näher. Dann noch ein Seite Stück. Wahrscheinlich. Noch ein Stück weiter, genau. Ja. Ich will nicht ins Wasser. Der fährt rückwärts viel schneller als vorwärts. Dann müssen wir den Rest rückwärts fahren. So. Aussteigen. Du darfst bestimmen, wann wir aussteigen. Das ist ja schön. Ach, super. Kontrollpunkt. So, schauen wir noch mal, was wir hier so alles finden. Also, ich habe schon ein paar Vasen gesehen, die wir zerstören können. Mhm.